Ach, und Minze ist verlangsamt dadurch. So, jetzt nicht mehr. Ich warte. Was möchtet ihr? Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So, ein Bastardschwert zu identifizieren und einen Bogen. Kompositlangbogen, okay. So. Ja, erzählt mir. Das heißt, die Geschichte ist auch abgeschlossen. Können wir mal ins Tagebuch gucken. Oh, tierische Probleme in Handelstreff. Das heißt, wir haben endlich das andere erledigt. Gucken wir mal. Vergifteter Mann und seine Freunde kennen wir. Festung der Arnis, den Djinn, Hendak und die Sklaven. Ich habe dem Sklavenhandel in der Katla einen schweren Schlag zugefügt, indem ich sowohl Hendak und die anderen Gladiatoren aus ihrem Gefängnis unter dem Wirtshaus zur Kupferkrone, als auch die Kinder im Lager des Sklavenhändlers im Slumviertel befreit habe. Jetzt, da Letian tot ist und Hendak das Wirtshaus zur Kupferkrone führt, werden keine weiteren Sklaven mehr angekauft werden. Bayon Ployos Fluch, Jan Jansen im Gefängnis, Keldon kehrt zu seiner Frau und Familie zurück, Roker und seit Seetreu, Visioner von Hamstern und Helden. Okay, das heißt, die andere Aufgabe mit dem Hinterzimmer ist einfach verschwunden. Ja. Todesfalle in den Umahügeln. Probleme in Handelstreff, Beweise für Mevas Verrat, ein Rätsel in den Abwasserkanälen. Ja, und wir haben hier immer noch das hier in den Windspeerhügeln aus der ersten Queste. Also aus dem ersten Kapitel. Wie sieht es eigentlich mit dem Tagebuch aus? Da ist nichts Neues. Siebter Tag, 23. Stunde. Das ist auch nicht so neu. Gut. Wir sind etwas angeschlagen. Das heißt, wir wollen zur Waukenpromenade. Mhm. Wir haben noch die Brücke, den Friedhof. Nicht abgegrast. Wir haben noch die Docks und die Slums offen, aber wie gesagt, Minsk macht ein bisschen Stress, das heißt, als nächstes geht's in die Uma-Hügel. Weil das mit den Sklaven haben wir jetzt erledigt, das heißt, die Uma-Hügel sind unser nächstes Ziel. Weil Minsk ja unbedingt dem Jungen versprochen hat, dass wir dort helfen werden. So. Dabei wollte ich eigentlich noch den Hafen fertig machen. Naja, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Magier-Lizenz bekommen. Durch das Po-Quest hat Boma was Nützliches gemacht. Was immer ihr wünscht. So, erstmal durchgucken, wer was hat. Du hast einen Haufen Zeug. Du hast einen Haufen Zeug. Du hast einen Haufen Zeug zum Verkauf. Ja, Yahira. Steckendes Schaman. Das ist ein Questgegenstand, den ich eigentlich nicht verkaufen darf. Deswegen bleibt er mal dort. Ach ja, das Schild, das kann auch weg. Wenn, dann kaufen wir ja ein anständiges Schild. Hier sind Edelsteine, die verkauft werden können. Ein paar Heiltränke. Wir haben sehr viele Heiltränke. Dum, dum, dum. Die drei haben noch schwache Heiltränke im Inventarslot. Der Rest hat starke Heiltränke, das ist okay so. Okay.
Übertrittspapier. Ach ja, von Renal. Den Festungsschlüssel, den könnten wir eigentlich auch mal irgendwo weglegen. Brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Wir sind ja in der Festung der Arnis fertig. Oder der Arnise. Hier haben wir sehr viel zu verkaufen. Hier haben wir Zeug, was nicht identifiziert ist. An der Zahl. Und ja, Schriftrollen verkaufen. Ich warte, wenn ihr es wollt. Aber erstmal alles zu Geld machen, was wir sonst so zu Geld machen können. Schleuderhelm, Schienenpanzer, Kettenhemden, Plattenpanzer, der bringt gut Geld ein. So. Hier ein paar Kleinigkeiten. Also ja, Helme brauchen wir definitiv nicht mehr aufsammeln. Kurzschwerter hingegen, also plus 1er. Nehmen wir definitiv mit. Der schneeweiße Pelz des Winterwolfs ist weich und edel. Er wird zu den unterschiedlichsten Kleidungsstücken verarbeitet. Angefangen von den einfachen Westen der Barbaren im Norden Utgards bis hin zu den eleganten Winterstollen, die von den Edelfrauen an der gesamten Schwertküste getragen werden. Es tat mir wirklich leid, den Winterwolf zu töten. Vor allem, da ich Wölfe mag. Wow, der Kompositlangbogen plus 1 ist verdammt viel wert. Das freut mich doch. Deswegen weg mit dem Winterwolf-Pelz. Ich wüsste auch nicht, was man sonst mit dem hier in diesem Spiel anfangen könnte. So. Die Wolfspelztasche, die behalten wir. Die raue Tasche wurde aus dem Fell des großen Wolfes geschaffen. In ihr könnt ihr einige Sachen verstauen, die ihr auf euren Reisen gefunden habt. Jo. So, Yoshimo. Erstmal das Zeug verkaufen und dann... Erstmal alles einzeln. Davon haben wir 2. So. Und bei Eri. Schild und Schrockgriff können weg. Dann öffne mal den Behälter. Vampirgriff kann weg. Geisterrüstung, Schutz vor dem Bösen. Sprühende Farben, kalte Hand. Bezauberung des Berserkers. Der Zauberer ähnelt Personenbezauberung, ein Gegnungsgerät, das zerzaubert die Wesen in einen richtigen Berserkerrauschen ein. Weg damit und Schlaf kann auch verkauft werden. So, da haben wir nur noch ein paar wichtige Zauber bei ihr drin. So. Alles andere kann mal so bleiben. Ja. Oh, ach ja, ich hab vergessen. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ja, für sie gibt's halt nicht viel zu kaufen. Speer, 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 Kampfstab, 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 Stabstreitkolben. Waffenfertigkeit, Kampfstab. ETW minus 2 ist nicht mal schlecht. 2W4 plus 2. Ah, das könnte man ausprobieren. Rundstab ist aber eine Zweihandwaffe, gell? Ja, Waffentyp beidhändig. Krummsäbel halt. Krummsäbel plus 1.
Macht 1W8 plus 1, dann macht, würde der Streitkolben, Stabstreitkolben mehr Schaden machen. Ein paar Kugeln, Kettenpanzer, Schienenpanzer. Die Rüstung der tiefsten Nacht, das ist die, die ich eigentlich gern für meinen Schurken hätte. Also in dem Augenblick für Yoshimo. Jägershaut. Feuer- und Kälteresistenz im Hund gegen Verwirrung, das ist auch nicht schlecht. Plattenpanzer, normaler Schild, Langschild. Da reflektierender Schild. Ist ein Schild. Reflektiert alle Angriffe mit Fernkampfwaffen auf den Angreifer. Minus 2 auf Rüstungsklasse. Und der macht minus 3 auf Rüstungsklasse. Kann nicht verwendet werden von Barden, Druiden, Magiern, Dieben. Die geben sich preislich nicht viel, die beiden. Langschild wäre halt übertrieben. Minus 2 auf Rüstungsklasse, minus 1 gegen Fernwaffen. Aber das ist halt lustig. Angriffe mit Fernkampfwaffen auf den Angreifer reflektieren und minus 2 auf die Rüstung. Ja, ich glaube, ich kaufe ihr mal das Teil. Ändert sich eigentlich die Preise, wenn ich sie kaufe? Nein. Und den Stabstreitkolben hätte ich gerne. Der ist nämlich nicht so teuer. Hat sogar hat ein ETW von minus 2. Gilt als Stabwaffe und ist vor allem einhändig. Im Augenblick hat sie ein ETW von 12. Jetzt hat sie ein ETW von 11. Ja. Und jetzt hat sie sogar minus 3 als Rüstungsklasse. Jo. Der kann dann verkauft werden. Sie könnte natürlich auch Dolche benutzen. Damit hätte sie aber ein ETW von 13, weil sie Dolche nicht nutzen kann. Ich war schon erledigt. Oh, und Yahira kriegt eine hübsche Reflexionsaura durch das Schild. Cool. Ja, so ist Yahira auf jeden Fall etwas nützlicher. Weil, wie gesagt, die Waffe zählt als Kampfstab. Da hat sie plus 1 drin. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eher Kampfstäbe nochmal steigern. Das Ding ist nämlich besser als jeder Säbel, den wir im Augenblick finden. Oder ich steige erstmal Einhand mit Schild. Gut. Jetzt rasten wir noch. Und dann werde ich bis zur nächsten Aufnahmesession entscheiden, was wir weitermachen. Jo. Als Edelmann. Und wir sind gerastet. 16 Stunden zwar. Aber wir sind gerastet. Schutzumhang plus 1. Wer kann, könnte den denn tragen? Du trägst bereits einen. Du nicht. Du nicht. Gucken wir mal. Du könntest ihn tragen. Du trägst bereits einen. Du kannst keinen tragen, du kannst keinen tragen, du nicht. Du auch nicht. Also trägst du ihn, dann bist du schon mal bei minus 5. Ja, du trägst halt bereits einen Schutzumhang. Wer trägt denn noch einen? Ich hab doch gerade zwei Leute mit. Ach so, das waren die zwei.
Orkische Lederrüstung. Ich hätte die hier identifizieren sollen. Na gut, kann ich beim nach dem nächsten Rasten machen. Ich speichere jetzt erst einmal. LP13. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.